Fertig. Wo ist denn der denn jetzt? Hallo? Bist du unten? König! König Somnus! Hallo! Wo bist du? Da bist du. Danke, dass ihr mir gefolgt seid. Jetzt, da ich wach bin, gilt meine einzige Sorge nun. Ich denke, ihr könnt es euch vorstellen. Mordor allein herrscht, beherrscht all meine Gedanken. Dank eurer Tapferkeit ist er aus der Traumwelt vertrieben worden. Aber in dieser Welt ist er quicklebendig und seine Macht nimmt zu. Wenn wir nicht bald zuschlagen, wird diese Welt in seinen Klauen fallen. Dieser Gedanke bringt mich fast um. Und doch gibt es keinen Grund zu verzweifeln. Und uns bleibt immer noch Zeit. Ich habe jedoch einen Ansinnen an euch. Ich möchte euch bitten, an meiner Stelle mit Mordor zu kämpfen. Da ihr mit der Gabe gesegnet seid, zwischen den Welten zu reisen, könnt ihr Mordors Täuschung und Tricks widerstehen. Wollt ihr diese schwere Bürde auf euch nehmen? Das Königreich Sumnir stünde geschlossen hinter euch. Natürlich, ich kann jetzt nicht sagen, nein. Na? Ist ja logisch, dass wir helfen. Ich bin überaus erfreut, das zu hören. Ich habe gespürt, dass ihr mich nicht im Stich lassen würdet. Allerdings befürchte ich, dass wir nicht länger über ein Schiff verfügen, das alle unsere Truppen zur Schlacht transportieren kann. Es besteht jedoch kein Grund zu verzweifeln. Habt ihr je etwas vom heiligen Dorf Gent gehört? Nein. Ganz ist ganz im Bestreben, der Götzin zu dienen, besitzen die Einwohner von Gent ein heiliges Schiff mit dem mit dem Namen Glückliche Fügung. Geht nach Gent und zeigt den Ältesten dort dieses königliche Dekret. Sicher stellen sie euch die glückliche Fügung dann frei zur Verfügung. So, Dorun erhält das königliche Dekret. Aber wo liegt denn Gent? Ah, danke schön. Das heilige Dorf Gent liegt in den Bergen nördlich von hier. Ich habe Befehl erteilt, den Kontrollpunkt zu öffnen, die nördlichen Berge absichern. Viel Erfolg, die Göttin sei mit euch. Ah. Wir kriegen jetzt endlich unser Schiff. Es ist zwar ein heiliges Schiff, aber es ist ein Schiff. Das ist genau das, was auf unserer Reise bestimmt weiterhelfen könnte. So, nördlich. Dann werden wir noch definitiv nach Gent reisen. Nein. Das war falsch. So, wo haben wir den Kontrollpunkt? Irgendwo da oben. Also einfach nur mal ein bisschen nach oben gehen. Hier? Vielleicht hier? So, kurz hier speeden. Da haben wir den Kontrollpunkt. So. Hallöchen. Wir haben von König Sommer den Befehl erhalten, euch passieren zu lassen. Seht euch vor auf euren Weg. Okay, die sagen immer noch dasselbe. So, nördlich. So, wo haben wir denn hier eine Stadt? Dort oben. Ich glaube, da oben ist Gent. Ich glaube das. So, ihr Grüngeister, ihr seid keine Bedrohung mehr für uns. Denn ich möchte jetzt einfach nur nach Gent. Genau dahin. Oh, Holzhacker. Wer seid ihr denn? Oh, ihr seid gerade schwach. Das war jetzt zu leicht. Aber ist okay. Ja, ich will da rein. Achso, ich dachte, da kommt auf uns zu. Willkommen in Gent, Pilger. Der Segen der Göttin sei mit euch. Wenn ihr verschlungenen Pfad des Schicksals euch hierher geführt hat, dann war dies gewiss vorherbestimmt. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Wir haben Kram
Rüstung und Waffenladen sowie eine Kirche und eine Herberge. Sehr schön. Dann schaue ich mich mal hier um. Willkommen im Rüstungsladen. Eisenhelm negativ. Okay, Silbertiria können wir gut gebrauchen. Oder? Ja, gut für Rebecca. Eisenschild, nein. Mantel des Maidens. Auf jeden Fall. Da haben wir schon alleine schon 3000 Gold. Die 6000 sind schon weg. Für die Frauen, ne? Für die Frauen. Ritterrüstung ist natürlich auch wieder das Beste, was wir haben. Das heißt, ich brauche wieder Geld. Und diesmal werde ich wahrscheinlich letztendlich Geld verdienen. Okay, Erzklinge. Oh, Melina kann ich tragen. Und Drono Morgenstern. Oh, sie kann... Oh, sie wird brutal. So, der Eisenhammer. Okay, Eisenstab. Gut, das heißt, wir brauchen einen Morgenstern und zwei Erzklinge. Oh, da sind schon wieder sehr viel Geld, die ich da verpulverisiere. Sag ich mal, das ist ziemlich teuer. So, dann reden wir mal so langsam mit den Leuten. Die Legende erzählt von einem götzinnengeweihten Ross, das von Himmel herabstieg und hier in Gent landete. Könnte dieses gewöhnliche Pferd ein Nachfahre des göttlichen Rosses sein? Ehrlich gesagt bezweifle ich es. Du bist soll das sein? Okay. Ich bezweifle es auch. Ich dachte erst, hört sich an wie Pegasus. Aber da fehlt ja noch die Flügel. Ein Ausdauersamen. Mal gucken, wer kann Ausdauer gebrauchen? 26, 34, 20. Ich glaube, ich werde trotzdem eher Bruno geben. Weil sie kann ja noch ein paar Level aufsteigen. Oh, 4, das ist super. Ich habe gehört, dass unser gesegneter Ältester vergeblich versucht hat, König Summes zu heilen. Was sagt ihr da? König Summe ist wieder auf dem Bein. Seht ihr, die Gebete des Ältesten müssen die Göttin am Ende erreicht haben. Aber natürlich. Aber natürlich. Gut, das Spiel gefällt mir in sich soweit gut. Aber da ich selbst kein Gläubiger bin, finde ich das hier ein bisschen zu übertrieben. Mit dem Glauben. Das ist der einzige Negativpunkt, den ich hier habe. Aber an sich ist das Spiel ja genial. Also ich bin begeistert. Nur viel zu viele Glauben. Aber darauf besteht wohl die ganze Basis in diesem Spiel. Ich fühle mich jeden Tag ein bisschen stärker. Ich kann es kaum erwarten, wieder zu spielen, nach draußen zu gehen. Ihr werdet doch mit mir spielen, ja? Wenn du älter bist, dann ja. Dann spielen wir viele Spiele. Mein Dank der guten Göttin für die Gnade, die du mir hast zu teilwerden lassen. Boah. Als ich mich damals nach Gent schleppte, konnte ich kaum die Energie aufbringen, morgens aufzustehen. Und nun schaut mich an. Ich habe so viel Energie, ich weiß gar nicht, wohin damit. Nein, ich gehe wieder raus. Ich störe dich nicht dabei, deine Energie rauszulasten. Als meine arme Tochter von einer grausamen Krankheit befallen wurde, sind wir zu allen möglichen sogenannten heiligen Städten gepilgert. Aber Gent ist der einzige Ort, der funktioniert. Meine Tochter sieht bald wieder aus wie das blühende Leben. Achso, die Tochter, die wir gerade kennengelernt haben. Seid ihr hergereist und von irgendeiner schrecklichen Krankheit geheilt zu werden? Nein. Ich verstehe. Ihr seid also nur hier, weil ihr hofft, etwas von der heiligen Stadt könnte euch abfärben. Na dann, viel Glück. Okay. Vielen Dank. Schon seit Menschengedanken haben Barden und Bänkelsänger die heiligen Krieger von Gent besungen und wohlgepriesen. Wenn die Welt in Gefahr schwebte, sind sie stets ausgezogen, das Böse
uns Ungerechte in allen Ausformen zu bekämpfen. Okay. Schön für die Barden und diese Dinkel-Pinkel-Sänger. Ist mir ja gleichgültig. Der Alltag von uns, einfachen Bürgern von Gent, ist ein Gefühl der Dankbarkeit gegenüber der Göttin geprägt. Ohne ihre Gunst und ihre Großzügigkeit konnten wir dieses köstliche Essen nicht genießen. Dank sei dir, gütige Göttin. Ja. Ich kann nicht lesen. Das meine ich, diesen handeln immer nur, oh, Göttin, Göttin hier, Göttin dort. Kann ich die Göttin treffen? Ich will sie töten. Na los, los, hau rein, es ist gut so. Da ich das Vieh fütter und meinen Mann versorgen muss, habe ich nicht eine einzige Minute Zeit für mich. Dankbarkeit gegenüber der Göttin zu zeigen ist ja schön und gut, aber wie wäre es ab und zu mit ein bisschen Dankbarkeit mir gegenüber? Gefühl der Dankbarkeit, sicher. Manchmal wünschte ich, ich hätte mein Dorf niemals verlassen und hier zu kommen. Eigentlich meine, die das versteht. Finde ich hervorragend. Wo haben wir noch? Hier. Blick auf diese heilige Behausung, denn hier residiert der Älteste in einen heiligeren Mann als ihm. Werdet ihr nicht das Glück haben, je zu begegnen. Ihr könnt hineingehen und euch etwas umsehen, wenn ihr wünscht. Verrückt nur keine Möbel oder so etwas. Wie heißt das? Ich hab keine Ahnung. Ein Spitzhut? Okay. Reden wir erstmal mit der hier. Der Auserwählte, der Gesandte Adriel, nimmt sich seine gesegnete Zeit. Okay. Wer bist du denn? Der unheimlichen und unergründbaren Weisheit der Göttin habt ihr euer Weg hierher gefunden. Ihr wünscht eine Audienz bei mir? Ja. Nun, Geduld ist nicht gerade eine der Stärken, mit denen die Göttin mich großzügig gesegnet hat. Was genau kann ich für euch tun? Ah, okay, bei ihm können wir das königliche Dekret abgeben. Sehr gut. Dank unserer barmherzigen Göttin ist König Somnus also wieder aufgewacht. Und keinen Augenblick zu früh. Kaum erwacht, verlangt er allerdings auch schon die Herausgabe unseres heiligen Schiffs. Und dies ist bei weitem kein unbedeutendes Anliegen. Als gäbe es im Schloss kein Schiff, das für diese Zwecke geeignet wäre. Äußerst verwirrend. Die Wege der Göttin sind unergründlich und dasselbe gilt anscheinend auch für den König. Dieses Anliegen mag vom König persönlich kommen, aber wir Gentile, ich wollte schon Genitale sagen. Oh! Wir Gentile sind nur der Göttin verpflichtet. Ich kann euch das Schiff nicht geben. Verzeiht mir. Aber eure Reise war umsonst. Alter! Ich hab ein Schwert. Warum? Warum? Ach. Großvater, ich bin zurück. Ach, er hier. Ah. Ach, das... Oh, okay. Adriel, du bist zurück. Wie kommst du mit deinen Studien voran? Ach, denke ich, ich sollte die Lehrer unterrichten und nicht umgekehrt. Genau so soll es sein. Ich habe dich gut vorbereitet, denn das Schicksal ist kein gewöhnliches. Dürfte ich fragen, wer diese Besucher sind? Sie sehen nicht gerade aus, als wären sie von der Gnade der Göttin erfüllt.
Sie bringen ein Schreiben vom König Somnus, in dem er uns um unser heiliges Schiff die glückliche Fügung bittet. Aber du kannst diesen Vagabunden doch nicht erlauben, dass sie sich unseres Schiffs bemächtigen. Keine Sorge, mein Kind. Ich habe ihnen eindeutigen Worten verdeutlicht, dass unser Schiff nicht zu ihrer Verfügung stehen. Ich nehme an, dass ihr nun nichts weiter hier verloren habt. Es wäre sehr unhöflich, wenn ich euch bitten würde zu gehen. Huch? Was ist denn jetzt los? Adriel, kannst du mich hören? Bist du es, den ich suche? Du darfst diese Besucher nicht wegschicken. Dein Schicksal ist mit ihren verknüpft. Gemeinsam müsst ihr euch an Bord der glücklichen Fügung auf die Reise zu Mordas Insel begeben. Adi, was ist los mit dir, mein Kind? Was peinigt dich? Es ist entschieden. Wir müssen den Besuchern gestatten, die glückliche Fügung zu benutzen. Und ich muss mit ihnen gehen. Aber warum diese plötzliche Sinnewandel? Das sieht dir gar nicht ähnlich. Die Entscheidung wurde mir höherer Stelle gefehlt. Nicht von mir. Die Göttin hat geruht, zu mir zu sprechen. Aber Moment. Das kann nur bedeuten, dass diese Besucher die Helden sind, von denen die Legende erzählt. Sicherlich, das mag stimmen, aber wir können es unmöglich genau wissen. Alles, was ich weiß, ist, dass wir das Siegel aufbrechen und die glückliche Fügung wieder zur See lassen müssten. Was danach passiert, weiß nur die Göttin, aber ich muss es mit meinen Augen mit eigenen Augen sehen. Ich muss gehen. Die Göttin hat gesprochen und es liegt nicht in unserer Macht, ihren himmlischen Willen zu widersprechen. Ich kann dir nicht im Wege stehen. Ich habe gesehen, wie deine Fähigkeiten stärker geworden sind und ich weiß, dass der Himmel seine eigenen Pläne mit dir hat. Nun geh, mein Kind. Es ist an der Zeit, das Siegel aufzubrechen. An der Zeit, die Segel der göttlichen Führung erneut zu hissen. Kommt, es ist Zeit zu gehen. Wir müssen zum Schrein, in dem die göttliche Führung auf uns wartet. Okay, das war kurios, aber okay. Er hat also eine göttliche Führung bekommen. Gut. Achso, es geht direkt los. Ah, schade. Gesegneter Adil der Auserwählte, ihr seid gekommen. Ihr sagt, das Siegel muss gebrochen und die glückliche Fügung wieder zur See gelassen werden. Wenn ihr sagt, dass es so geschehen soll, dann geschehe es. Bitte schreitet voran bis zum Schrein. Kommt, es ist an der Zeit. Ja, aber es ist leider auch an der Zeit, hier quasi aufzuhören. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir eine positive Bewertung da lassen. Denn das war's mit Dragon Quest 6, Wandler zwischen den Welten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir die Segeln hissen. Ja, gut, ne? Also, bis dahin.